Zapfendorf, einer idyllischen Gemeinde mit 5000 Einwohnern im oberfränkischen Landkreis Bamberg, rodelt derzeit die Stimmung. Grund dafür ist die geplante Einrichtung eines Containerdorfes für ca. 60 sogenannte Flüchtlinge und Sozialmigranten. Hier direkt vor dieser Fläche sollen das Flüchtlingsheim aufgebaut werden mit den Containern für 66 Flüchtlinge. Vorwiegend Männern, wie man uns gesagt hat, also keine ukrainischen Flüchtlinge, Männer aus Georgien, Afghanistan, Iran, Syrien. Also wir hatten im Laufe der letzten Jahre mehrere Einbrüche und auch einen Einbruchsversuch. Und in diesem Zusammenhang ist uns schon einmal ein Schaden entstanden von ca. 15.000 Euro, der durch die Versicherungen nicht gedeckt wurde. Im Zuge der Einbrüche wurde uns auch von der Versicherung gekündigt. Also wir stehen praktisch heute ohne Versicherungsschutz da. Und ich finde es eigentlich eine Frechheit, wie sich da die Verantwortlichen aus der Affäre ziehen und dem Bürger eigentlich Schicksal überlassen. Die Gemeindeverwaltung beteuert, dass sie wie viele andere Kommunen auch verpflichtet sei, Asylbewerber aufzunehmen. Doch das Vorhaben lässt bei vielen Bürgern die Alarmglocken schrillen. Besorgte Bürger und Anwohner werfen der Gemeindeverwaltung vor, sie würde Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg treffen. Bundesregierung muss in Europa klar machen, dass es so nicht geht. Ich frage mich ganz ernsthaft, um eine Gegenfrage zu stellen, was machen wir für unsere alten Menschen und für unsere Kinder? Ich möchte einmal die Kassiererin, die abends beim Aldi an der Kasse steht, sehen, die eben junge, erwachsene Männer zurechtweist, wenn sie einfach den Laden auseinandernehmen oder einfach Waren einpacken und gehen. Man weiß ja auch nicht irgendwie, was weiß ich, sind da Gewalttäter dabei oder was sind das traumatisierte Menschen, die sich nicht unter Kontrolle haben. Ne? Das sind ja alles, man weiß nicht, wer kommt. Man muss ja Vertrauen auf die Leute haben. Würden Sie auch privat bei sich daheim welche unternehmen? Nee. Ja, wie hier in Zapfendorf die Migrationspolitik im gesamten Landkreis oder beziehungsweise in der ganzen Metropolregion Bamberg läuft völlig aus dem Ruder. Die Stadt hat sich 2019 bereits als sicheren Hafen erklärt. Der Landkreis hat 2021 nachgezogen. Das bedeutet, sowohl die Stadt als auch der Landkreis haben bekräftigt, dass sie freiwillig mehr Asylanten aufnehmen, als sie eigentlich müssten. Also wir haben momentan auch schon die Situation, dass die ersten beiden Mitarbeiter sich weigern, nach Einbruch der Dämmerung zu arbeiten. Völlig zu Recht befürchten die Zapfendorfer, dass das Containerdorf den sozialen Zusammenhalt zerstören und die Lebensqualität im Ort drastisch verschlechtern könnte. So wie dem einst verträumten Zapfendorf geht es dieser Tage vielen deutschen Gemeinden. Der große Knall droht, unaufhaltsam und furchteinflößend. Wann er kommt, steht in den Sternen. Doch dass er kommt, ist für viele Deutsche eine schaurige Gewissheit.